Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer Folge von Landwirtschaft 2019 hier vom wunderschönen Kanal oder Channel oder was auch immer. Mir fiel noch ein, gestern war, glaube ich, eine Demo gewesen von CDU-Gebäude für Artikel 13, weil sie es irgendwie vorziehen wollten, auf nächste Woche die Abstimmung. Das haben sie ja vorgezogen. Konischen Kunden. Ich weiß gar nicht, wie das ausging oder wie viel das waren oder sonst was. Ich habe noch kein Video gesehen oder so. Wenn, dann wird das bestimmt heute irgendwo auf YouTube unterwegs sein. Meine Freundin, glaube ich, ist auch nicht hingegangen. Die muss ja heute arbeiten. Voll, warum ist die eigentlich nicht hingegangen? Ich glaube, die ist nicht hingegangen. Ich bin da jetzt ganz, ganz unsicher. Kommen hier rein. Scheiße. Malerische Landschaft da hinten. Sieht geil aus. So. Wir müssen da hinten hinfahren. Das heißt hier rein. Und dann hier rum. Und dann gehen wir die ganze Straße mal ab. Dann gucken wir mal, wie viel wir verdienen. Mehr als 10.000. Ja, 2.000. Vielleicht können wir sogar schon das neue Feld leisten. Ich weiß es nicht. Nee. Und mit 10.000 war gut geschätzt. Hm. 11.000. Na geilo. Da können wir wirklich nur auf Nebenmissionen im Moment hoffen, weil wir kein Einkommen haben irgendwie. Wir können natürlich auch wieder Gras einsammeln aus dem Silo und das dann wegfahren. Da kriegen wir auch nochmal 1.000, müssen wir auch nochmal 10 hin und her fahren. Und wie liebe ich das, am Bad rumzuspielen. Macht Spaß. Gefällt mir. Ich will natürlich ein Bad fliegen sollte. Mach ich natürlich. Also ungelogen, also ich jetzt mache immer 10-20 Minuten mit Wasser waschen, dann mit Waschzeug waschen, mit den Einölen und dann durchkämmen. Heute habe ich noch ein bisschen mehr wieder geschnitten. Ich wollte es eigentlich mal stehen lassen, aber ein Kollege hat mich gestern mal gefragt, was mit meinem Leckchen ist. Also es war nicht gerade wenig, was unten am Hals hing. Also da bin ich mir immer ganz unsicher, was man da alles wegmacht oder wie viel man da wegmacht. Ich glaube, das schneide ich noch mal ein bisschen weg. Ich mal gucken. Oh, mein Schrank kommt ja. Oh, das ist ja. Mein Schrank hole ich bald ab. Da steht bei mir so ein schöner Schrank, selbst gebaut vom Kumpel. Oh, darauf freue ich mich schon so richtig. Da ist alles anzuschließen und sämtlich. Oh, das wird so geil. Ich habe noch nicht mal alle Kabel da. Also morgen werde ich nochmal, für mich morgen, für euch ist es dann Donnerstag, der irgendwelche Tag, werde ich alles ab, noch ein paar Kabel holen, beziehungsweise bekommen welche zugeschickt. Von Amazon habe ich mir mal diese Amazon Basic HDMI Kabel bestellt und Verlängerungskabel für HDMI. Die findet man so im Laden nicht auf die Länge, die ich brauche. Dazu, ich weiß gar nicht, habe ich noch einen Klinker? Nee, Klinker habe ich gar nicht, glaube ich, mitbestellt. Eine Klinkerverlängerung. Die Dinger sind 5 Meter lang, die ich gesehen habe bei Mediamarkt. Das war mir dann doch ein bisschen zu lang. Weil ich möchte bloß unten aus dem Schrank rausgucken haben und dann von draußen alles anschließen können. Ey, das sind ja ein Haufen Punkte unten auf der Map. Sieht denn auch mit dem Helfer aus? Arbeitet der noch? Ja. So, wir wollten den Helfer fahren lassen in der Zeit. Scheiße. Jetzt bin ich auch da. Jetzt können wir auch den hier nehmen. Gucken wir mal kurz, was bringt mehr Mais oder so.
Sonnenblumen bringen natürlich richtig, aber es ist natürlich auch auf die. Auf die Größe kommt es natürlich an, also auf das Volumen, was man dann aufnimmt. Also wenn Sonnenblumen ein Viertel weniger Volumen bringt als Ding, als Fisch, als Mais. Dann ist es natürlich scheiße, wir könnten natürlich. Wir brauchen natürlich Geld, sonst würde ich natürlich alles sammeln. Wir brauchen Geld. Halt, den können wir weg von der Kunden. Den brauchen wir ja leider nicht mehr. Oh, Helfer hat einen vollen Tank. Oder fast einen vollen. Mal entladen, beziehungsweise müssen wir einfach ins Hintern kommen. Also wenn wir auch die nächsten Felder kaufen, können wir auch mal langsam größere Maschinen kaufen. Ja, das wird teure Investition in nächster Zeit. Oh, 8000 hat er. Wir haben bloß einen Anhänger. Das kann natürlich eine Weile dauern. Ich würde mal sagen, wenn ich der ganze Platte fange, dann nehme ich dann unten, schreibt in die Kommentare, wenn ihr meine Fragen so bedeutet. Nicht nur ein bisschen, sondern zwei. Sagt dann, wenn sie. Ciao, ciao.